Hier präsentieren wir Ihnen eine vollautomatische Probenvorbereitung für die gaschromatographische Dampfraumanalytik. Dazu wurde ein PAL-3-Connect mit einem Vortexer, einem Agitator, einer integrierten Waage und einem gekühlten Tray zur Aufbewahrung des internen Standards ausgestattet. Die Steuerungssoftware Kronos leistet nicht nur eine Verschachtelung der einzelnen Probenverbreitungsschritte, sondern erlaubt auch eine individuelle Dokumentation verschiedener Werte wie Gewicht, injiziertes Volumen oder Laufzeit intern in der Software oder extern in Excel. Der linke Autosamplerarm, equipped mit einem Wechseltool für Headspace-Injektionen, transportiert die Probe in einem 20 ml Vial auf die Waage. Die Waage wiegt die Probe und dokumentiert das Gewicht. Der linke Arm transportiert die Probe von der Waage zurück ins Tray. Der rechte Autosamplerarm mit einem automatisch auswechselbaren Tool für Liquid-Injektion holt den internen Standard in einem 2 ml Glasvial aus dem gekühlten Tray und transportiert ihn zum Vortexer, wo er mit 2000 Umdrehungen pro Minute erstmal homogenisiert wird. Anschließend stellt der rechte Arm den internen Standard wieder zurück in das gekühlte Tray. Nun erfolgt die Aufnahme des internen Standards und wird unter Berücksichtigung des Gewichts der Probe hinzugefügt. Nun wird der interne Standard in das 20 ml Probenvial injiziert. Das Vial wird zum Vortexer transportiert, wo die Probe mit dem zugefügten Standard homogenisiert wird. Auf der Waage wird das Gewicht des Vials inklusive des internen Standards erfasst. Danach wird das Vial zur Inkubation im Agitator platziert. Dort wird die Probe bei einer Temperatur von 30 bis 200 Grad Celsius erhitzt und kann dabei optional bei einer Geschwindigkeit von 250 bis 750 Umdrehungen pro Minute geschüttelt werden. Der PAL-3-Connect wartet nach Ablauf der Inkubationszeit auf das Ready-Signal des Gaschromatographens. Anschließend wird ein definiertes Volumen der Gasphase in das GC-Inlet injiziert. Um ein Abkühlen der Gasprobe und damit ein Auskondensieren der Probesubstanzen zu verhindern, ist die Spritze des Headspace-Tools beheizbar. Nach der Injektion der Probe in das GC-Inlet spült der rechte Autosamplerarm seine Liquid-Spritze von Proberesten des internen Standards an der Waschstation. Vom Agitator kehrt das Probenvial in das Sample Tray zurück. Der linke Arm fährt darauf in seine Home Position und spült die Gasspritze mit Carrier Gas, um eine Verschleppung von Proberesten im nächsten Lauf zu verhindern.